Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut 700 und heute gibt es wieder einen neuen Vorsaton. Und zwar müsst ihr mit einem extremen Streckenspielzeug 3 Sterne in einer Blitzerzone schaffen und dann kriegt ihr einen linken Hypersport. Den habe ich halt schon, aber egal, kriegen wir halt zweimal. Schließen Sie 3 Gefahrenschilder ab, um 55.000 Erfahrungspunkte und 200.000 Credits zu erhalten. Schließen Sie ein Rennen im Playmouth Brawler ab, um 75.000 Erfahrungspunkte und 50.000 Credits zu erhalten. Und schließen Sie ein Straßenrennen ab, um 3 Lose zu gewinnen. Also, ich habe schon im Playmouth und wir fahren gleich ein Straßenrennen, weil ein Straßenrennen ist auch ein normales Rennen und dann kriegen wir eben die dritte Challenge gleich und die vierte Challenge gleich. Also, laber nicht. So passt. Ich hab nämlich das Auto auch schon getunt und vorher halt schon in Vorsaaten aufgemacht. So, egal, genug gelabert. Da haben wir einen. Das schaut gut aus. Das fahren wir mal. Wir müssen es eh nur abschließen, also. Das werden wir schon hinkriegen. Hoffe ich halt. So, da. Preise einzusehen. Ich brauche keine Preise. Ich weiß eh, was es gibt. Aber zum Klick haben sie gemacht, dass man vorne diese Plastik Schürzen da oben kann. Ich meine schon, dass man es hinten nicht oben kann. Aber zum Klick haben sie das gemacht vorne. Bis danach ist das Auto schier mit dieser Plastiksache. Das haben sie halt gemacht, dass man fürs Auffahren halt wahrscheinlich oder so. Aber das ist so hässlich. Das ist unglaublich. So schaut er gar nicht so schlecht aus. Übrigens, das Tuning kann ich euch nach der Folge gerne freigeben. Na. Wow. Wenn's wollt. Design habe ich jetzt noch keins. Aber der V6, der hört sich schon geil an. Also, muss man schon anzahlen. Und man kann easy da aus dem Auto so eine richtig geile Driftschleuder bauen. Weil Motor fahren und dann halt Heckantrieb treten, das sind die besten Driftautos, was so gibt. So, dann holen wir. Wow! Will er uns umbringen? Na. Nein! Da machen wir einen Flashback. So, da. Wir müssen zwar nicht gewinnen, aber mein Ziel ist. Oh, na, das ist das Blöde. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Straßenrennen hasse. Sogar im Gemüse schlagen wir die anderen. Easy. Da habe ich einen guten Aufbau gemacht. Das ist
weil ich bin jetzt noch gar nicht so oft gefahren. Das ist meine erste wirklich große Testfahrt. Alles andere habe ich nur so Erfahrungswerte und so ein bisschen angepasst. Leider wären wir da nicht Erster. Aber jetzt sollte man eigentlich diese zwei Sachen kriegen. So. Jawohl. Zwei Sachen haben wir bekommen. So. Dann drehen wir mal. In der Dunkelfahrt war das schon geil. Aber. Ja, wir kriegen ein Volvo. Was will man da noch dazu sagen? So. Dann gehen wir zur Automesse. So, da la 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 la. Lalalala. Und dann braucht ihr natürlich ein extremes Schreckenspielzeug. Ich wähle hier den Porsche aus. Und zwar den Porsche von JP. Design gibt es übrigens zum Herunterladen. Und Tuning natürlich auch. Das passende Tuning. Stufenaufstieg. Nein. Naja. Besser nix. So, Getcha. Dann train. Oh, nice. Ich glaube aber den habe ich schon. Der Lamborghini war ja geil. Komm bitte. Nein! Warum? So. Jetzt können wir nur schauen, ob wir... Oh, einen Rolls-Royce. So. Jetzt müssen wir noch abschließen. Drei Gefahrenschilder. Und... drei Sterne in einer Blitzezone. So. Gefahrenschilder. Dann möchte ich das haben. Wie war... So, also... Das war wie nochmal schnell? Nur abschließen, oder? Also ein Stern. Yes, of course. So. 160 Meter brauchen wir mindestens. Falsche Richtung. Aber die Form ist schon extrem göttlich. 61 Meter sollte drin sein. Einmal. Schaff es von unten auf, ja. Na, schaff er nicht. Leider. Nein! Ah, diese Schiss-Statistiken. So, komm. Na! Mit mehr... Shit, hä? Da braucht man ja Uhr für Onround. Hätte ich nicht gedacht. An der leichtesten Challenge scheitert man. Na, komm, bitte nicht überschlagen. Nein, jetzt ist der Heckflügel ab. Nice, wir haben es wieder gekriegt. So. Wenn ich das so richtig interpretiert habe, ja.
Und jetzt noch drei Sterne in einer Blitzerzone. Da werden wir diese wählen. Und zwar mit doch ja teleportieren. Weil die drei Sterne in einer Blitzerzone hätten wir mit Playmaf nicht geschafft. So. Also siehst, ich muss einmal schauen, wie viel das wir überhaupt brauchen. 209 km/h. Sollte eigentlich mit dem Biest kein Problem sein. Na, bitte nicht zu weit. Boah. Nice. Und wieder. So. Dann haben wir die vierte Challenge fertig. So. Und wir haben einen linken Hypersport. Jawohl. Passt. Gut. Das war's eben mit dem Video. War ein ziemlich schnelles Video. Und wenn es euch eben gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert zu unserem Channel, dass keine neuen Videos mehr von uns verpasst. Also zum Beispiel solche Forsaton-Videos. Mache ich eigentlich immer, wenn Forsaton ist. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssli.